Schauen wir uns mal an, was es so für Werkzeuge gibt, um Ihr Lernen zu organisieren, Lernprojekte zu managen. Bild deutet schon ein wenig an. Es ist immer eine gute Idee, seine Werkzeuge griffbereit zu haben. Deswegen würden wir Ihnen empfehlen, sich einen Browser dediziert zu nehmen, wie zum Beispiel Chrome, um Ihre ganzen Werkzeuge dort einzurichten, die fürs Lernen wichtig sind, und dort vielleicht dann auch andere Werkzeuge oder Dienste im Netz, wie zum Beispiel Facebook, rauszuhalten, damit Sie erst gar nicht in eine Ablenkungsspirale geraten. Schauen wir uns ein paar Werkzeuge an. Remember the Milk ist ein Dienst, um Aufgaben, To-Do-Listen zu verwalten im Netz. Vorteil, klar, Sie können überall im Netz drauf zugreifen, und es gibt auch einen Dienst für Ihr Smartphone. Und besonders schön ist, dass Sie Listen gemeinsam nutzen können. Das heißt, Sie können Listen teilen mit anderen, in Gruppen zum Beispiel, und sich dann dort miteinander austauschen und abstimmen. Insgesamt kann man Remember the Milk in viele Webanwendungen einbinden und in Smartphones nutzen. Man hat eine tägliche Synchronisierung kostenlos mit den mobilen Anwendungen, aber nur einmal pro Tag. Wenn man es dauernd synchronisiert haben will, dann muss man im Smartphone so eine Erweiterung kaufen. Man hat Listen mit Prioritäten von 1 bis 3, kann Notizen für einzelne To-Dos machen, Wiederholungen für To-Dos einstellen, kann Listen teilen. Ich denke, wir werden auf alle Fälle noch mal ein kleines Video drehen, wo wir mal zeigen, wie wir zum Beispiel in meiner Arbeitsgruppe mit Remember the Milk arbeiten. Zum Beispiel hier für E-Studio. Und dass Sie sich das noch mal anschauen können. Vielleicht macht Thomas das. Und bisher war das eigentlich unsere Lieblings-To-Do-Listen-Anwendung. Jetzt gibt es einen starken Konkurrenten aus Deutschland, aus Berlin. Wunderlist von den 6 Wunderkindern. Das ist im Endeffekt das gleiche wie Remember the Milk. Hat nicht so eine schöne, nette Kuh, was ein absoluter Nachteil ist, weil die Kuh bei Remember the Milk macht es natürlich sehr, sehr sympathisch. Also ich kriege halt gerne auch so eine Kuh auf mein Smartphone. Hier ist aber die Synchronisierung komplett kostenlos. Und hier kann man auch wieder Listen teilen, und sehr schlichter Aufbau, beziehungsweise, also es tut einem nicht so viel ablenken, und es hat sehr schöne Hintergründe, also es ist sehr nett gestaltet. Sollte man sich auf alle Fälle auch anschauen, und uns würde interessieren, warum Sie das eine oder das andere vorziehen. Beide Anwendungen sind auch komplett auf Deutsch lokalisiert. Und insgesamt sehr starke Konkurrent für Remember the Milk, meiner Meinung nach. Dann gibt es Astrid. Astrid ist auch ein weiterer To-Do-Listen-Manager, der im Untertitel heißt schon Social Productivity. Dort wird noch stärker drauf geschaut, was denn nun eigentlich so die Freunde machen. Deswegen auch lockt man sich ein mit Facebook und mit Google. Ja, auch da gibt es natürlich wieder für ein Smartphone die Apps. Auch da kann man die Aufgaben teilen. Aber was jetzt hier so ein bisschen interessant ist, ist, dass man sich die Profile der Freunde anschauen kann und sich dann dort anschauen kann, was machen die denn, was haben die denn für Aufgaben. Und denen kann man auch Aufgaben vorschlagen. Und falls die das tatsächlich dann annehmen, dann wird man das für einen selbst als Inspiration gewertet. Und dann hat man so Statistiken, die über die eigenen Tasks, da sieht man dann, wie viele Aufgaben man aktiv zu bearbeiten hat, wie viele man bearbeitet hat und abgeschlossen hat. Und dann, wie viele Tasks andere tun, weil sie ihnen die vorgeschlagen haben. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Supported Tasks. Das sind Tasks, wo sie sich
committed haben, denjenigen dort Unterstützung zu geben, immer mal nachzufragen, ob sie das gemacht haben, also sich so gegenseitig vielleicht zu unterstützen, bestimmte Aufgaben zu machen, die man vielleicht nicht ganz so gerne macht, und dann kommt jemand und sagt, hast du denn das jetzt eigentlich gemacht, was ist das Problem, und dass sich so ein bisschen gegenseitig pusht. Und dann kriegt man täglich eine Zusammenfassungs-E-Mail, und dort steht dann, was heute zu tun ist und was die wichtigsten Aufgaben für heute zu tun sind, und dann sieht man auch, wer besonders produktiv war und wer die meisten Deadlines halt nicht geschafft hat, und das ist dann eine Wall of Shame, und versucht man halt so ein bisschen dieses soziale Miteinander dort einzuspielen. Sie sehen, das ist ein Produkt des Facebook-Zeitalters. Alle zeigen öffentlich, was sie denn eigentlich so zu tun haben. Kann ich mir in meinem Kollegenkreis nicht so richtig vorstellen. Aber sie sind eine neue Generation und vielleicht finden sie das ganz witzig. Berichten Sie doch mal. Kann man es noch weiterführen? Das Führen von To-Do-Listen als Spiel. Und da gibt es eine App, die auf, glaube ich, nur auf iOS momentan verfügbar ist. Epic Win. Und da schauen wir mal eben rein. Working in the video game industry as they do, they know how easy it is to be drawn into virtual worlds and not bother with what you should really be doing. And it's sometimes easier to complete a 40-hour RPG than drag yourself to the gym or wash your dirty car. The answer to this knotty problem? Epic Win, an app that is both a to-do list and a streamlined RPG, so that you get rewarded for doing those things you're trying to put off. As you complete your real-world goals, you'll gain experience points, uncover loot, and level up your character. Be they a swarthy dwarven toiler, a CEO of pain, a mistress of task domination, or okay, das ist einfach ein sehr witziger Ansatz, das Thema To-Do-List zu eine Gamification draufzusetzen, wie der Fachbegriff wäre. Also Spielelemente in eine Software einzubringen, mit der es eigentlich nicht im Spiel geht. Und die mit iOS und ich, die gerne RPG spielen, probieren Sie es doch mal aus, es kostet leider was, aber ich wäre sehr gespannt über einen kleinen Erfahrungsbericht dazu. Jetzt schauen wir uns Software an, um Projekte zu organisieren. Projektmanagement gibt es sehr, sehr viele Angebote im Netz. Die meisten kosten dann aber doch immer eine monatliche Gebühr, so ab 20 Euro. Und das kann für ein größeres Projekt sich lohnen. Aber in dem Fall gucken wir uns jetzt erstmal Sachen an, die kostenlos sind. OpenMagium ist ein Kollaborationstool, wo man Projekte organisieren kann. Das ist Open Source. Und wenn Sie Zugang zu einem Webspace mit bestimmten Funktionalitäten wie Datenbank und PHP haben, dann können Sie das selbst hosten. Das ist natürlich schon ein bisschen aufwendig, aber vielleicht finden Sie ja jemanden, der vielleicht auch ein OpenMagium am Laufen hat und Sie dann dort reinlässt. Es gibt Soho Projects, das ist Soho ist ein Anbieter, die haben ganz, ganz viele verschiedene webbasierte Software laufen. Und da kann man zumindest ein Projekt frei laufen lassen. Wenn man dann mehr mitmachen will, muss man irgendwann auch was dafür bezahlen. Aber insgesamt ist das hier eine ganz schöne, sehr umfangreiche Projektmanagement-Software, wo sie, falls sie auch im IT-Bereich unterwegs sind, dann auch noch Bug-Tracking dabei haben und
dort ja, solche Support-Sachen haben, die sie sonst vielleicht unter GitHub machen würden. Aber die noch gefacht sind in die Richtung der Informatiker. Hier sehen Sie, dass man auch wieder Listenmanagement hat, dann aber vor allem einen Projektkalender und auch wichtige Gantt-Charts, das sind solche Zeitlisten. Wie gesagt, ein kostenloses Projekt reicht ja normalerweise für eine Vorbereitung von einem, einem Vortrag oder eine gemeinsame Hausarbeit mit mehreren Personen und sollten Sie sich anschauen. Alternative ist CoMindWork. Das ist von der Funktionalität ähnlich, vielleicht sogar fast noch ein bisschen umfangreicher. Ist meiner Meinung nach nur auf Englisch verfügbar. Und Sie können 250 Einträge machen und dann kostet es Geld. 250 Einträge könnte reichen für ein Projekt. So muss man dann halt Einträge löschen. Ein insgesamt schönes Programm, wo man vor allem auch noch eine Smartphone-App dazu bekommt.